So, willkommen zurück zur Vorlesung GmbH, Gesellschaftsrecht Vertiefung Römisch 2. Wir sind beim Thema Gesellschafter und zum Thema Gesellschafter müssen wir uns nur drei Fragen näher ansehen. Nämlich zunächst mal die Frage Verfügungen über die Gesellschafterstellung. Wie werde ich Gesellschafter und wie endet die Gesellschafterstellung? Zweitens, welche Rechte und Pflichten haben die Gesellschafter? Da haben wir uns schon im Ansatz mit beschäftigt, als wir uns näher angesehen haben, die Satzung ganz am Anfang. Und schließlich, wofür haften die Gesellschafter? Das heißt, in welchen Fällen wird der Schutzschirm der GmbH durchbrochen und die Gesellschafter müssen persönlich zahlen. Bevor wir aber dazu kommen, noch eine kurze Wiederholung vom Stoff der letzten Woche. Vergangene Woche haben wir gesprochen über Geschäftsführer, Sie erinnern sich. Und bei den Geschäftsführern haben wir uns ganz konkret beschäftigt, zunächst einmal mit der Frage der Haftung, § 43 Absatz 2 GmbH-Gesetz. Und die Frage, die ich Ihnen dazu stellen möchte, ist, welche Unterschiede gibt es zwischen der Haftung aus 43 Absatz 2 aufgrund der Organstellung und der Haftung aufgrund des Anstellungsverhältnisses, das heißt des Geschäftsbesorgungsvertrages oder des Auftrages oder des sonstigen Schuldverhältnisses im Innenverhältnis? Also was ist der Unterschied zwischen der schuldrechtlichen Haftung und der gesellschaftsrechtlichen Haftung des Geschäftsführers? Gibt es da einen oder ist das alles dasselbe? Was meinen Sie? Ja. In dem Anstellungsvertrag kann man einen spezifischen Haftungsmaßstab vereinbaren, der nach 43 gesetzt wird. Ja, in der Tat, im Anstellungsvertrag können Sie nach 276 Absatz 1 zunächst mal frei vereinbaren. Sie können sagen, der haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz zum Beispiel. Der 43er ist ein gesetzlicher Haftungsmaßstab, der damit grundsätzlich nicht dispositiv ist. Ist das der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Haftungsregimen? Könnten wir also den 43 einfach streichen und sagen, wir haben doch schon eine Haftungsnorm im BGB, die können wir ja auch immer anwenden. Wo liegt da der Unterschied? Wir haben ja letztes Mal auch einen kurzen Blick ins Aktienrecht geworfen, haben geguckt, der 93 Aktiengesetz, der ist ja deutlich länger, der enthält diesen Katalog und der enthält Regelungen zu Vergleichen und Verzicht und zur Durchsetzungsbefugnis der Gläubiger. All das fehlt in dem 43. Frage, bleibt dann überhaupt noch irgendwas mehr übrig, als das, was ohnehin schon im BGB in 280 drinsteht? Wenn wir sozusagen alles das, was nicht im 43 drinsteht, sozusagen nicht hat, hat der dann überhaupt noch einen Sinn?
können auch hier 90 Minuten schweigend stehen, das ist auch kein Problem. Ja. Ja. Was ist denn eine Obliegenheit? Fangen wir damit mal an. Ja. Würde eine Haftung für Obliegenheiten einen Sinn ergeben? Ja, dann wäre es keine Obliegenheit, dann wäre es eine Pflicht. Also, was schließen wir daraus? Im Hinblick auf den 43 Absatz 2, wenn da steht Obliegenheiten, dass es anders gemeint ist, dass es einfach eine schlechte Ausdrucksweise des Gesetzgebers war. Das heißt, 43 2 meint Obliegenheiten schlicht Pflichten. Also, das ist nicht der Unterschied. 43 2 meint mit Obliegenheiten dasselbe, was 280 1 Satz 1 mit Pflicht meint. Ja? Was heißt denn solidarisch? Solidarität. Ja, ja. Wenn Sie sagen, ich zeige jetzt hier meine Solidarität für die armen Flüchtlinge, heißt das dann, ich verstecke mich hinter denen oder was heißt das denn? Ja? Ja. Solidarisch heißt, ich will für alles einstehen, wofür die anderen einstehen wollen. Solidarität heißt, ich will genauso haften wie die anderen. Alle für einen, einer für alle, so wie Französische Revolution. Also der Unterschied zwischen 43 und 280 ist ja, dass 41 explizit die Pflichten, die sich aus der Organstellung ergeben, betrifft und 280 betrifft halt Pflichten, die individualvertraglich festgelegt werden, bestimmte Parteien. Also das können halt ganz andere über die Organstellung hinausgehende Sachen sein, die da festgelegt werden, zum Beispiel, dass irgendwie der Geschäftsführer bestimmten Jahresumsatz erzielen soll oder so. Und die Pflichten aus der Organstellung ergeben sich halt aus der Satzung und aus dem GmbH-Gesetz. Ja, in der Tat, der erste Unterschied ist die Anknüpfung. Die Pflichten aus dem Anstellungsvertrag sind schuldrechtlich ausgestaltet, das heißt, da gibt es keinen Notar, der involviert ist und da kann man im Grunde Gestaltungsfreiheit machen, was man will. Man kann die enger machen oder weitermachen als nach GmbH-Gesetz. Das ist sozusagen in der Hand der Gesellschafter. Während die Pflichten nach dem GmbH-Gesetz sind zunächst mal die gesetzlichen Pflichten, zum Beispiel die Pflicht zur Buchführung, die Pflicht, keine Zahlungen zu tätigen, zur Insolvenz führen können, die Pflicht, keine Gelder auszuzahlen, die das Stammkapital unterschreiten würden, die Pflicht, die Gesellschafterliste zu führen und so weiter und so fort. Das sind Pflichten, die aufgrund der Organstellung bestehen. In der Praxis läuft es aber regelmäßig parallel. Das heißt, im Zweifel wird man immer, wenn der irgendwie schlechte Geschäfte führt, auch eine Pflichtverletzung der Geschäftsführerpflichten haben. Wie ist denn die Beweislast? Ja. 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 Ja, in der Tat, bei 280 Absatz 1 Satz 2 steht, das vertreten müssen wird vermutet, das heißt, der Schuldner muss es widerlegen. Wie ist das denn bei dem 43? Muss ich da beweisen, dass der Geschäftsführer vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat? Ja. Da steht nur Pflichtverletzung.
Woraus würden Sie denn das Verschulden sehen, wenn das im BGB stehen würde? Was wäre denn hier der Maßstab für das Vertreten müssen, wenn Sie normlich so angucken, den 43? Ja? Ja, wo finden Sie die denn auch? Wo finden Sie denn den gleichen Sorgfaltsmaßstab? Im Aktiengesetz, ja. Und wo noch? Allgemein, auch für Menschen? Bei der Geschäftsbesorgung da nicht. Wer haftet denn auch für die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns? Wer haftet denn auch für die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns? Ziemlich offensichtlich. § 347 Absatz 1 HGB, jeder Kaufmann haftet für die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Wenn das da steht, was ist das, welches Merkmal im BGB wird denn konkretisiert, wenn da einfach nur drin steht, der Kaufmann muss, na, haben wir das? Klappt das? Hier klappt natürlich nichts. Wenn da steht, wer aus einem Geschäft oder auf seiner Seite ein Handelsgeschäft ist, einem anderen zur Sorgfalt verpflichtet ist, hat für die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns einzustehen. Welches Merkmal konkretisiert denn dann diese Norm? Ziemlich offensichtlich. Ja. Das ist eine Konkretisierung der Fahrlässigkeit, das heißt von 276.2. Also was können wir in Bezug auf den fast gleichen 43 Absatz 1 feststellen? Was konkretisiert diese Norm? Demnach auch, ziemlich offensichtlich, ja, auch diese Norm konkretisiert das Vertreten müssen. So, und damit sind wir jetzt beim eigentlichen Problem, wer muss das beweisen? Mal rein von der praktischen Überlegung, wer könnte es denn beweisen? Was wäre denn zweckmäßig, wer sollte es denn beweisen? Ja? Die Geschäftsführer das Gegenteil, ich kann ja auf jeden Fall beweisen, dass er zum Beispiel die Aufgaben delegiert hat. Ja. Der Geschäftsführer hat mehr Einblick in seine Tätigkeit als andere in seine Tätigkeit. Grundsätzlich ist es ja so, dass derjenige beweisen muss, der auch die Forderung stellt, wenn ich sage, sonst selbst steht oder steht ja nicht. Ja, der Grundsatz ist in der Tat, es muss derjenige beweisen, der einen Anspruch stellt. Hat dieser Grundsatz auch Ausnahmen, rein aus der Praxissicht? Ja gut, das steht im Gesetz, 281 Satz 2. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo kommt das denn her mit dem 280.1.2? Der steht ja seit 2002 im Gesetz. Also das BGB gibt es schon länger, 280.1.2 gibt es erst seit 2002. Wie kommen die denn auf diese Idee? Das haben wir früher auch immer ganz intensiv gemacht bei der Arzthaftung, wo wir immer gesagt haben, der Patient muss nicht beweisen, dass der Arzt Mist gebaut hat, sondern der Arzt muss beweisen, dass er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt angewandt hat. Oder wir machen das auch bei der Produzentenhaftung. Wenn ich ein Produkt habe, sagen wir eine Glasflasche und die springt, zerspringt, dann muss der Hersteller beweisen, dass er nicht schuld ist und nicht ich muss dem Hersteller beweisen, dass er irgendwie eine schlechte Fabrik hat. Ja, das ist ein Beweis, dass die Beweismöglichkeiten stark assoziiert sind.
Ja, grundsätzlich sagen wir in der Tat, wir verlagern die Darlegungslast auf die andere Partei, also sogar eine sekundäre Darlegungslast, wenn es mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre, diese Tatsachen darzulegen und zu beweisen. Und wir sagen, bei Verhaltenspflichten, wie jemand sich verhalten hat zu einer bestimmten Zeit, kann das derjenige, der es gemacht hat, deutlich leichter beweisen als der andere, der sagt, ich sehe das als Ergebnis, aber wie es dazu gekommen ist, werde ich nie rausfinden, weil ich war ja nicht dabei. Und wenn ich den Geschäftsführer Tag und Nacht überwachen müsste, könnte ich es auch gleich selber machen. Wenn wir mal ins Aktiengesetz gucken, haben wir eine ausdrückliche Regelung zu. Wenn Sie mal gucken, 93 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz. Das ist die Parallelnorm zum 43 GmbH-Gesetz. Und da Absatz 2 Satz 2, da steht ausdrücklich drin, ist streitig, ob Sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft Sie die Beweislast. Das heißt, da steht ausdrücklich drin, diese Beweislastumkehr. Im GmbH-Gesetz steht sie nicht drin. Trotzdem ist es absolut einhellige Meinung, dass es vom Ergebnis her die gleiche Interessenlage ist. Der Geschäftsführer kann beweisen, wie er sich damals verhalten hat und wie es zu dem Verlust gekommen ist. Die Gesellschafter finden im Zweifel nur heraus, dass ein Verlust vorliegt und was ihnen der Geschäftsführer gesagt hat. Und der Geschäftsführer selber wird nie sich selber belasten. Also ist es sinnvoll, dass er sich vor Gericht exkulpieren muss und die Gesellschafter nur darlegen müssen, hier ist ein Schaden und der beruht auf deinem Verhalten irgendwie. Und jetzt sag, warum war dein Verhalten pflichtgemäß? Warum durfte dieser Verlust eintreten? Also der wesentliche Unterschied ist, der 43 unterscheidet nicht zwischen Pflichtverletzung und vertreten müssen, weil der 43 kennt nur eine besondere Definition vertreten müssen und sagt, daran knüpfen wir eine Haftung an. Der 43.2 sagt, wer gegen Absatz 1 verstößt, haftet. Absatz 1 sagt, wer eine Sorgfaltspflicht verletzt, ist ein böser Geschäftsführer. Dadurch haben Sie aufgrund der Beweislastumkehr fürs Vertreten müssen direkt eine komplette Beweislastumkehr und der Geschäftsführer muss beweisen, dass er es nicht gewesen ist, also entweder die Kausalität anzweifeln oder die Rechtmäßigkeit seines Verhaltens. Alles andere muss er nicht machen. Die Gesellschafter müssen also nur sagen, erstens, er war damals Geschäftsführer, zweitens ist ein Schaden eingetreten und drittens, wir haben keine Weisung erteilt, der muss also irgendwie eine Entscheidung gefällt haben, die dazu geführt hat. Damit können Sie eine Klage erheben. Und dann entscheidet das Gericht darüber, ob der Geschäftsführer seine Pflichten eingehalten hat. Wir haben auch darüber gesprochen, dass unter diesen Bedingungen das Amt des Geschäftsführers sehr unattraktiv ist. Und wir haben uns angesehen, welche beiden Möglichkeiten es gibt, wie man den Geschäftsführer etwas entlasten kann. Die eine Möglichkeit knüpft am Tatbestand an. Für welche Fälle ist es so, dass wir sagen, da erlauben wir dem Geschäftsführer einen gewissen Entscheidungsspielraum. Was haben wir dazu gesagt? Ja? Ich frage über die Prognoseentscheidung, weil wirtschaftliches Handeln ja oft auch ein gewisses Risiko zumindest verlangt, ohne dass es falsch ein unverhältnismäßig großes Risiko sein muss. Und da kann es ja nicht sein, nur wenn das irgendwie jetzt anders läuft, als er aus sorgfältigen Überlegungen heraus gedacht hat, dann kann er nicht mehr haften. Ja. In der Tat, wir haben uns beschäftigt mit diesen unternehmerischen Entscheidungen und haben gesagt, bei unternehmerischen Entscheidungen gibt es eine Haftungsprivilegierung. Woran haben wir das angeknüpft? An welche Norm, die gesetzlich geregelt ist, nicht im GmbH-Gesetz, sondern woanders? Wo finden wir etwas zu unternehmerischen Entscheidungen? Ja? Ja, 93 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz
und der sagt, ich bin privilegiert unter welchen Voraussetzungen? Was ist die Voraussetzung für die Privilegierung? Steht im Gesetz. Was setzt der 93.1.2 voraus? Er setzt voraus, dass wir auf der Grundlage angemessene Informationen zum Wohle der Gesellschaft eben gehandelt wird und dass der Geschäftsführer das annehmen durfte. Ja, in der Tat setzt er voraus, allein auf subjektiver Seite, dass der Geschäftsführer annehmen durfte, aufgrund angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Das heißt, selbst wenn es objektiv nicht so war, reicht es, wenn damals sich ihm der Eindruck so erschließen muss, dass er genug Informationen hatte und dass seine Handlung der Gesellschaft dient. Wenn es hinterher so war, er hätte doch mehr Informationen erfahren müssen, schadet das seiner Exkulpation nicht. Es reicht also, wenn er sagt, es war eine Prognoseentscheidung, ich habe mich versucht, hinreichend zu informieren und ich habe besten Gewissens gehandelt, ich wollte die Gesellschaft nicht schädigen. Wenn er diese drei Faktoren belegt, ist er aus der Haftung raus, auch wenn es hinterher schiefgelaufen ist. Allerdings haben wir gesagt, in der GmbH kann er was auch tun, wenn er sich unsicher ist, wie er sich entscheiden soll. Wenn Sie Geschäftsführer sind und Sie denken sich, okay, 1 Million hier oder 1 Million da. Die Gesellschafterversammlung fragen, als Absicherung? Ja, Sie können die Gesellschafterversammlung fragen. Jetzt kommt die spannende Frage, muss die Gesellschafterversammlung Ihnen antworten? Sie fragen die und wir gehen dahin und sagen, es gibt zwei Varianten, entweder wir kaufen Aktien von denen oder wir kaufen Grundstücke von dem. Was hättet ihr denn gerne? Und die sagen, ist uns doch egal, dafür bist du Geschäftsführer, entscheide du. Dürfen die das oder müssen die ihnen eine Weisung erteilen? Also sie wollen Sicherheit natürlich. Ja, also Sie sagen, wenn es volumenmäßig um viel geht, Sie sagen 50% sei schon viel, dann müssen die entscheiden, dann kann ich nicht sagen, ich halte mich raus, dann muss der Gesellschafter abstimmen. Ja, oder wenn sie nicht abstimmen, kann man nachher sagen, dass man dann sagt, ja, hätte jemand was gesagt, dann keine Antwort ist auch eine Antwort. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Was heißt denn keine Antwort? Gar nichts tun oder was würden Sie sagen? Aha, also auch wenn die Entscheidung wirklich krass falsch ist, wäre man dann raus, meinen Sie? Also dem Motto, dann brauchen Sie noch nicht mal zu prüfen, ob er hinreichend informiert hat. Er hat gesagt, ich habe ja gefragt. Und dann aha, grob dann auch nicht mehr. Wenn er sagt, ich habe doch mein Bestes getan, ich habe gefragt und die haben sich enthalten. Das wäre der Test. Also der geht hin und sagt, es geht hier um 100 Millionen und wir haben nur 200 Millionen insgesamt. Und ich möchte wissen, wo ich die anlegen soll. Und die Gesellschafter sagen, hör mal, dafür haben wir dich angestellt. Du bist hier der Fachmann. Woher sollen wir das denn wissen? Mach mal. Du kannst mit jedem Kleinkram zu uns kommen. Du bist der Finanzmanagement-Experte und wir sind hier nur Investoren. Wir haben gar keine Lust, uns zu beschäftigen. Und dann sagt der Geschäftsführer, dann tue ich halt nichts. Oder er verklagt die Gesellschafter auf Entscheidungen oder er sagt, na gut, wenn ihr nicht entscheidet, dann würfel ich halt. Ich habe ja auch keine Ahnung. Dafür habe ich euch ja gefragt. Das ist ja die Frage, die sich stellt. Natürlich kann er fragen, nur was tut er, wenn er keine Antwort kriegt? Was würden Sie ihm raten?
kann dann tun, was er will und sagt, die hatten ja ihre Chance und jetzt haben sie auf alles verzichtet. Darf er gar nichts tun, wenn die sich nicht entscheiden? Was würden Sie sagen? Ja? Vielleicht kann man sich externe Rat aus einholen, was natürlich das Problem ist, nicht beseitigt, aber dann hat zumindest eine Informationsgrundlage, auf der man entscheiden kann. Das heißt also, er fragt dann einen Investmentbanker und sagt, okay, mein Berater hat mir das gesagt, das wird schon okay sein. Oder ein Anwalt oder wen auch immer fragen kann. Würde das reichen? Ja? Wenn es eine unternehmerische Entscheidung ist und er dann noch die Gesellschafterversammlung fragt, dann kann man ja auf jeden Fall annehmen, dass er auf Grundlage von politischen Informationen und unternehmerischen Entscheidungen getroffen hat, sodass er die Wissenschaften begreift und er da aus der Haftung raus ist. Ja, in der Tat. Im Normalfall würde man sagen, dass er sich auf die Business Central Group berufen könnte. Aber was denn, wenn er jetzt sagt, okay, dann muss ich mir vielleicht noch viel gründlicher informieren. Ich weiß es ja gar nicht. Deshalb habe ich die ja gefragt, die sollten das ja machen. Deshalb sollten die das entscheiden, weil es ja um ganz wesentlich geht. Es sind nur 100 Millionen. Und bei 100 Millionen bin ich schon extrem vorsichtig. Da informiere ich mich total gründlich. Und ob ich jetzt genug Informationen habe, weiß ich halt nicht. Dann müsst ihr vielleicht noch mehr recherchieren. Das wird er ja immer sagen. Stellen Sie sich vor, Sie investieren das halbe Geld Ihrer Eltern, das halbe Vermögen. Würden Sie sich ja nicht ein bisschen gründlicher informieren, noch ein bisschen gründlicher und noch ein bisschen gründlicher und noch ein bisschen gründlicher? Das ist so wie die Leute, die beim Examen immer sagen, ja, ich melde mich jetzt noch nicht an, ich kann noch was lernen und dann nochmal einen Monat, nochmal einen Monat, nochmal einen Monat. Das gleiche System können Sie hier ja auch machen. Man kann immer mehr wissen. Irgendwann haben Sie 100% Sicherheit, wenn halt Sie wissen, wie es ausgegangen ist mit dem Investment. Aber dann ist halt zu spät. Ja? Ja, das kann die Wissenschaftler früher auch nicht meinen, denn würde die auch der laufen. Also, die ist ja dafür da, dass unternehmerische Entscheidungen getroffen werden. Die soll ja dazu anreizen, gerade diese Entscheidung zu treffen, weil die Geschäftsführer über wirtschaftlich handeln sollen für die Unternehmen. Und da ist immer dieses Restrisiko dabei. Und wenn ich sage, ja, man hätte sich immer noch mehr informieren können, dann braucht man. Ja, also Sie sagen, okay, irgendwann muss auch Schluss sein mit Informationen. Woher weiß ich denn, wann Schluss ist? Da steht ja drin, auf Grundlage angemessener Informationen annehmen durfte, aufgrund von angemessener Informationen zu handeln. Woher weiß ich das denn, ob ich es annehmen darf oder nicht annehmen darf? Hinterher kann man immer sagen, ja, das war ja nicht genug. Das haben wir immer gehabt in diesen ganzen Bankenfällen. Sie erinnern sich, es gab diese Bankenkrise vor einiger Zeit. Und das lag daran, weil die Banken alle in diese tollen amerikanischen Hypothekenmodelle investiert hatten. Und da sagten auch alle Leute hinterher, ja, hättet ihr euch mal besser informiert, das konnte ja nicht funktionieren. Es gab damals schon Artikel da und Artikel da und Artikel da, dass es alles eine Blase ist und nicht funktionieren kann. Gab es überall tausende von Veröffentlichungen in irgendwelchen BWLer-Zeitungen. Hätte man wissen können. Und jetzt wussten sie es nicht. Also mehr wissen kann man immer. Was meinen Sie, wie kommt man da raus? Wie viel Aufwand muss man investieren? Ja. Ja. Okay. Ja, also der Test ist in der Tat, was würde ich tun, wenn ich Einzelkaufmann wäre, meinem persönlichen Privatvermögen hafte, würde mir dann die Information reichen? Und wenn man sagt, wenn ich mit meinem Privatvermögen hafte und mir würde die Information reichen, dann habe ich auch genug getan für die AG. Wenn ich dagegen sagen würde, okay, wenn es um mein Geld gehen würde, würde ich viel mehr noch recherchieren, dann wird von mir auch erwartet, dass ich mehr recherchiere. Also der Vergleich ist sozusagen, was würde ich tun mit eigenem Geld?
Wie viele Informationen würde ich dabei treiben? So, das war die erste Ausnahme. Die erste Ausnahme knüpft tatbestandlich an und sagt, bestimmte Entscheidungen sind privilegiert, nämlich Prognoseentscheidungen, das heißt unternehmerische Entscheidungen. Die zweite Korrektur erfolgt auf vertraglicher Ebene und knüpft an der Rechtsfolge an. Was kann nämlich die Gesellschaft tun, wenn sie ihren Geschäftsführer entlasten will von der Gefahr der Haftung und trotzdem selber sich absichern will? Was tun Sie, wenn Sie sich absichern wollen? Eine Versicherung für den Geschäftsführer abschließen. Ja, Sie können eine Versicherung abschließen für Pflichtverletzung des Geschäftsführers, eine sogenannte D&O-Versicherung. Der hat den Vorteil, dann zahlt die Versicherung Ihnen das Geld, wenn ein Schaden entsteht, und der Geschäftsführer wird insoweit freigestellt. Der hat im Normalfall keine Selbstbeteiligung. Das ist keine Haftpflichtversicherung für den Geschäftsführer, sondern es ist eine Schadensversicherung für die Gesellschaft. Die Gesellschaft macht also eine Art Hausratsversicherung oder Unfallversicherung für sich selber. Keine Haftpflichtversicherung für den Geschäftsführer. Was wichtig ist, wer der Mandant ist, wer der Versicherungsnehmer ist. Die Gesellschaft ist Versicherungsnehmer. Der sozusagen Vorstand ist da relativ raus. Wir haben uns auch beschäftigt damit, wenn wir mehrere Geschäftsführer haben, wie die sich intern organisieren können. Wir haben gesehen, da gibt es üblicherweise die Einteilung, dass jeder für bestimmte Bereiche zuständig ist. Zum Beispiel der eine für Finanzen, der andere für Personal, der dritte für Einkauf und so weiter und so fort. Die Frage, wenn ich jetzt zuständig bin für Einkauf und der Finanzvorstand nimmt das Geld und steckt große Teile in den Sportverein seines Erstklässlersohns. Frage, bin ich dann möglicherweise dran als Vorstand für den Einkauf oder kann ich sagen, ich habe gar keine Ahnung von den Finanzen gehabt, das hat der Kollege gemacht, woher sollte ich wissen, dass der hier Großsponsoring von irgendwelchen Grundschulsportvereinen betreibt? Da habe ich ja nichts mehr zu tun, ist nicht meine Zuständigkeit. Ja. Ja, es gilt grundsätzlich das Kollegialprinzip. Ich muss also gucken, was die anderen machen. Ich muss denen zwar nicht die ganze Zeit über die Schulter gucken, es gilt also ein gewisser Vertrauensgrundsatz, aber eine gewisse Grundüberwachung wird von jedem einzelnen Vorstandsmitglied erwartet. Und wenn da grobe Dinge passieren, dann gerät er möglicherweise in die Haftung. Das gilt insbesondere für Straftaten. Letzter Punkt, wir haben gesprochen darüber, wie man einen Geschäftsführer wieder los wird, und zwar insbesondere durch Abberufung nach § 38 Absatz 1 GmbH-Gesetz und haben gesehen, anders als im Aktiengesetz kann ich jederzeit einen Geschäftsführer ohne Grund abberufen. Ich kann also sagen, deine Nase gefällt mir nicht, weg mit dir. Frage, unter welchen Umständen gibt es davon Ausnahmen? Unter welchen Umständen bin ich vielleicht doch beschränkt in der Abberufung des Geschäftsführers? Ja? Ja, in der Tat, das ist ein sehr häufiger Fall. Wenn man in der Satzung einem Gesellschafter ein Sonderrecht auf Geschäftsführung eingeräumt hat, ist dieses Sonderrecht nicht gegen seinen Willen entziehbar. Das heißt, man kann ihn auch nicht so einfach ohne Grund abberufen, weil das ein Eingriff in sein Sonderrecht auf Geschäftsführung wäre. Ist das der einzige denkbare Ausnahmefall? Also wenn Sie reingeschrieben haben, Christian Müller ist Geschäftsführer auf Lebenszeit, können Sie ihm das nicht entziehen, solange er Gesellschafter ist und lebt. Ja, wir können im Anstellungsvertrag die Abberufbarkeit beschränken und sagen, du darfst nur aus wichtigem Grund abberufen und gekündigt werden. Was ist denn die Rechtsfolge einer solchen Regelung im Anstellungsvertrag? Ja, wenn er trotzdem wird. Ja, in der Tat, die Abberufbarkeit nach dem GmbH-Gesetz wird dadurch nicht eingeschränkt. Das heißt, er wird faktisch seines Amtes enthoben,
aber er hat dann einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, weil ihm der Job entzogen worden ist, entgegen dem Vertrag, und kann dann den Schaden geltend machen. Er kann außerdem gegen die Gesellschafter, die das beschlossen haben, auf Zustimmung zur Wiederbestellung klagen. Er hat aber keinen Anspruch gegen die GmbH, weil das nur in der Satzung geregelt sein kann. Ja, ansonsten haben wir auch schon angedeutet gehabt, es gibt diese Sache mit Mutterschutz, Sie erinnern sich, Europarecht, Mutterschutz hat Vorrang vor GmbH-Recht. Sie dürfen jemanden, der unter Mutterschutz ist, nicht aus der GmbH abberufen. Und wir haben gesehen, es gibt das AGG und hier auch möglicherweise Sachen wie Altersdiskriminierung oder Ähnliches als Aufstiegsmaßnahmen nach 16. Sie dürfen niemanden rausschmeißen, weil er Frau ist, weil er alt ist oder Ähnliches. Ja, das waren so die wesentlichen Fälle der Einschränkung der Abberufbarkeit. Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Gesellschafter. Gesellschafter, habe ich Ihnen gesagt, müssen Sie drei Punkte wissen. Der erste Punkt ist, wie werde ich Gesellschafter? Wie kann ich jemandem eine Beteiligung verschaffen? Der zweite Punkt ist, welche Rechte und Pflichten habe ich als Gesellschafter? Und der dritte und letzte Punkt ist, unter welchen Umständen haftet ein Gesellschafter für Schulden der GmbH im Innen- oder Außenverhältnis? Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Grundsätzlich werden Sie Gesellschafter einer GmbH, indem Sie bei der Gründung dabei sind und einen Geschäftsanteil übernehmen. Dasselbe können Sie auch bei einer Kapitalerhöhung. Sie können bei einer Kapitalerhöhung einen neuen Geschäftsanteil übernehmen. Sobald Sie einen Geschäftsanteil haben, können Sie diesen Geschäftsanteil grundsätzlich veräußern nach § 15 GmbH-Gesetz. Das heißt, Sie können einen Kaufvertrag schließen und diesen Kaufvertrag erfüllen nach 398 413 BGB durch Abtretung des Geschäftsanteils. Die anderen beiden Varianten sind nicht ganz so spektakulär. Sie können Anteile übertragen, indem Sie sterben. Dann gehen die Anteile automatisch auf die Erben über und die Erben sind möglicherweise dann durch Vermächtnisse belastet und müssen ihn weiter übertragen. Und gesellschaftsrechtlich, Sie können durch Verschmelzung einen Anteil übertragen, also wenn eine GmbH Gesellschafterin einer anderen GmbH ist und die Gesellschafter GmbH mit einer AG verschmilzt, ist neuer Gesellschafter die AG, auch wenn da keine Übertragung erfolgt, weil alles, was der GmbH früher gehörte, geht danach auf die AG über. Sie kommen auch raus aus der GmbH, wenn Ihr Anteil eingezogen wird. Einziehung heißt, der Anteil geht an die GmbH und wird aufgelöst. Es wird also so getan, als gäbe es den nicht mehr. Dann, neben der Einziehung, gibt es auch den Ausschluss. Ausschluss in dem Sinne, Ihre Mitgesellschafter finden Sie nicht mehr sympathisch und haben einen wichtigen Grund und beschließen, wir entlassen Sie aus der GmbH. Das geht kraft Gesetzes gar nicht, aber Sie können entsprechende Regelungen in die Satzung reinschreiben. Sie können also sagen, Gesellschafter dürfen durch Beschluss mit einer Mehrheit von 75% aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Dann sind Sie aber bei einer Analogie zum BGB und Sie müssen demjenigen, der ausgeschlossen wird, auch eine Abfindung zahlen, damit er nicht sozusagen benachteiligt wird. Schließlich können Sie auch freiwillig aus der GmbH raus, indem Sie austreten. Das Problem da ist ebenfalls wieder, was machen Sie mit Ihrem Geld? Kriegen Sie eine Abfindung? Und wie ist das mit dem Stammkapital zu vereinbaren? Solange noch genug Vermögen da ist, gehen Ihre Anteile dann an die GmbH und Sie bekommen einen entsprechenden Gegenwert dafür. Wenn das nicht geht, haben Sie keine Abfindung und haben halt ein Verlustgeschäft gemacht. Sie haben keinen Anspruch gegen Ihre Mitgesellschaft, dass Sie Ihren Anteil kaufen und
müssten dann im Zweifel einen Dritten finden, der ihren Anteil erwirbt. Ja, 15.1 sagt, Sie können GmbH-Geschäftsanteile grundsätzlich übertragen durch Rechtsgeschäft nach 398 413. Aber der Haken rein praktisch ist, Sie brauchen dazu immer einen Notar. Und zwar ähnlich wie bei Grundstücksgeschäften, sowohl für das Verpflichtungsgeschäft, das heißt den Kaufvertrag, als auch für die spätere Verfügung, das heißt die Abtretung. Das heißt, Sie haben ganz oft das Problem, dass da gegen Formvorschriften verstoßen wird, beim Kausalgeschäft zum Beispiel. Weil wir hier kein Grundbuchamt haben, was das prüfen würde, haben Sie sozusagen in vielen Fällen nur die Abtretung beurkundet. Das reicht aber, weil wir haben in Deutschland ein Abstraktionsprinzip, das heißt, Sie haben eine wirksame Verfügung, die dann geheilt worden ist durch die Abtretung. Letzter Punkt. Sie können das Ganze noch weiter beschränken, also über den Notar hinaus, durch eine entsprechende Satzungsregel. Man bezeichnet solche Satzungsregelungen als Vinkulierung. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ganz am Anfang, als wir über Satzungsregeln geregelt haben. Vinkulierung kommt von Vinculus, die Fessel. Man wird an die GmbH gekettet und kommt nicht mehr weg. Es gibt verschiedene denkbare Gestaltungen. Das Gesetz erwähnt die Zustimmung der Gesellschaft. Zustimmung der Gesellschaft heißt, der Geschäftsführer genehmigt die Übertragung. Da kann man ihm Weisungen erteilen oder nicht, aber der Geschäftsführer ist der Normalfall. Sie können es aber auch an die Zustimmung der Gesellschafter knüpfen. Dann müssen alle Gesellschafter einverstanden damit sein, dass sie ihren Anteil übertragen können. Wenn nur einer dagegen ist, ist die Übertragung unwirksam. Sie können auch eine bestimmte Mehrheit vereinbaren und sagen, es muss mindestens 50% zustimmen. Sie können auch eine bestimmte Haltefrist vereinbaren und sagen, in einem Zeitraum von da bis da darf gar nicht übertragen werden. All das ist vertraglich zulässig. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wer in die GmbH eintritt, wird von dem Notar vollständig belehrt. Und weil man vom Notar so gut belehrt ist, kann man den Leuten auch besondere Pflichten auferlegen. In der AG können Sie Aktien einfach so an der Börse kaufen, da belehrt Sie keiner. Und deshalb darf man Ihnen auch nicht solche Beschränkungen auferlegen. Das ist die schlichte Überlegung dahinter. Das Ganze hat aber ein praktisches Problem. Wenn Sie diese Anteile kaufen, kriegen Sie keine Wertpapiere. Sie kriegen letztendlich nur das Versprechen des Verkäufers. Ich bin momentan Inhaber eines GmbH-Geschäftsanteils. Willst du von mir erwerben? Und Sie sagen ja, und dann kriegen Sie notariell beurkundet diesen Anteil übertragen. Wenn Sie jetzt gucken wollen, ob Ihr Verkäufer wirklich Inhaber des Anteils ist, müssten Sie sich dessen Abtretungsurkunde vorlegen lassen und dann die Kette zurückverfolgen bis zur Gründung. Wenn Sie also eine GmbH haben, die 100 Jahre alt ist, müssten Sie die kompletten Erwerbsketten bis zur Gründung zurückverfolgen, um zu gucken, ob Sie wirklich Inhaber werden. Aber selbst wenn Sie das machen, haben Sie noch weitere Probleme. Denn Sie wissen, bei der Abtretung gilt das Prioritätsprinzip. Das heißt, selbst wenn Sie eine Abtretungsurkunde haben, wissen Sie damit noch lange nicht, ob der nicht schon vorher an jemand anderen abgetreten hat und damit zu dem Zeitpunkt der Abtretung gar nicht mehr berechtigter war. Außerdem haben Sie das Problem, das was Sie im BGBAT immer machen, natürlich könnten irgendwelche Abtretungen bei Geschäftsunfähigkeit erfolgt sein, mit einem unwirksamen Vertreter oder auf Anfechtung unwirksam geworden sein. Auch das sieht man der Abtretungsurkunde vom Notar nicht an. Der Notar würde nicht drauf schreiben, jetzt unwirksam. Das heißt, diese schöne Kette der Abtretungsurkunden ist a. aufwendig zu bekommen und b. sagte Ihnen nichts aus. In der Vertragspraxis hat man immer Garantieklausel. Man sagt, wenn die Verschaffung des Anteils nicht klappt, zahlt der Veräußerer x Euro an den Erwerber. Das heißt, sollte ich nicht Inhaber des Anteils werden, zahlt mir der Veräußerer 1 Million. Das Problem dabei ist, Sie müssen erstmal rechnen, wie viel der Anteil Ihnen denn wert wäre. Sie müssen also eine Ziffer festsetzen für diese Vertragsstrafe. Das Zweite ist, Sie müssen auch sicherstellen, dass der Veräußerer die zahlen kann. Das heißt, üblicherweise brauchen Sie dann eine Bankbürgschaft oder eine andere Sicherheit. Das heißt, auch das funktioniert nur bedingt.
Wenn man jetzt sich das Ganze anguckt, dann ist es bei Inhaberaktien so, dass man sich mit einem Papier ausweisen kann. Ich muss einfach nur das Wertpapier übergeben und übereignen, 929, und kann das auch gutgläubig erwerben nach 932. Und Sie wissen hoffentlich auch alle, 935 Absatz 1 Satz 2, bei Inhaberpapieren gibt es auch kein Abhandengekommen. Das heißt, selbst wenn die Aktie geklaut ist, spielt das keine Rolle. Sie können Inhaberaktien immer gutgläubig erwerben. Bei Namensaktien ist es ebenfalls nicht anders. Bei Namensaktien können Sie auch nicht gutgläubig erwerben, aufgrund dessen, dass Sie im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Auch da erwerben Sie nur aufgrund der Papiere. Entweder weil ein Indossament draufsteht, was jeden ermächtigt, oder weil es einen anderen Rechtsscheinstatbestand gibt. Sie haben aber das Aktienregister nie als Legitimation. Und in der GmbH haben Sie das Problem, dass Sie als Geschäftsführer nur dann was mitkriegen, wenn einer zu Ihnen kommt und sagt, ich bin jetzt neuer Gesellschafter. Dieses Problem wollte der Gesetzgeber lösen mit § 16 Absatz 1. 16 Absatz 1 sagt, gegenüber der Gesellschaft gilt als Gesellschafter, wer in der im Handelsregister aufgenommenen Gesellschafterliste eingetragen ist. Dieselbe Norm haben wir auch im Aktiengesetz, 67 Absatz 2 Aktiengesetz, die sagt, im Innenverhältnis ist Gesellschafter derjenige, der auf dieser Liste steht. Wie im Aktienrecht hat diese Regelung aber als erstes Mal keine Außenwirkung. Sie betrifft nur das Verhältnis Gesellschafter zur Gesellschaft. Die Regelung ist von 2008. Die 100 Jahre vorher hieß die Regelung, Gesellschafter ist, wer sein Erwerb unter Nachweis des Übergangs bei der Gesellschaft angemeldet hat. Der Unterschied ist hier, es kommt darauf an, was im Register steht, was eingereicht ist. Hier ist es bloß die interne Verwaltung. Diese Gesellschafterliste dient theoretisch drei Zwecken. Der erste Zweck ist ein öffentlich-rechtlicher Zweck. Die Bundesrepublik Deutschland fühlt sich verpflichtet, zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche offenzulegen, wer hinter Gesellschaften steht. Sie haben das mitbekommen mit diesen Panama Papers, dass da irgendwelche Gesellschaften sind, wo man gar nicht weiß, wer dahinter steht, und die Leute machen da Steuerhinterziehung und andere schlimme Dinge. Und das wollen wir in Deutschland nicht. Bei uns kann jeder im Handelsregister nachgucken, wer Gesellschafter einer GmbH ist. Das heißt, wenn der IS eine GmbH hat, sehen Sie die Namen der Gesellschaft und können die direkt schnappen und das Geld beschlagnahmen. Das ist der Zweck, der öffentlich-rechtlich dahinter steht. Aber es gibt auch privatrechtliche Zwecke. Das eine ist der Zweck Rechtssicherheit in diesem 16.1. Wir wollen eindeutig feststellen können, wer Gesellschafter ist zu jedem Zeitpunkt X. Unabhängig davon, ob da irgendwas nichtig gewesen ist, irgendwie komisch gewesen ist, wer in der Liste ist, gilt als Gesellschafter. Seine Fiktion, auch wenn das nicht geklappt haben sollte. Und das andere ist das mit dem gutgläubigen Erwerb. Hier haben wir als einzige gesellschaftsrechtliche Regelung einen gutgläubigen Erwerb von GmbH-Geschäftsanteilen. Den haben wir im Aktienrecht, wie gesagt, nicht, weil wir da ans Wertpapier anknüpfen. Und den haben wir im Personengesellschaftsrecht nicht, weil da eh keiner gutgläubig sich beteiligen will. Im GmbH-Recht haben wir diese Sonderregelung. Diese Gesellschafterliste enthält zunächst mal Zahlen. Da steht drin Anteil 1, Anteil 2, Anteil 3, Anteil 4 und so weiter. Hinter den Anteilen steht, welchen Nennwert der Anteil hat, also 100 Euro, 10.000 Euro, 5 Euro, 1 Euro. Danach kommen Name und Vorname, Wohnort und Geburtsdatum des jeweiligen Gesellschafters. Das heißt, da steht dann drin Klaus Müller, Düsseldorf, 1.1.2003. Und last but not least, eine Unterschrift des Geschäftsführers, der damit bestätigt, diese Liste ist so richtig.
Mehr steht da nicht drin, mehr darf auch nicht drin stehen, sagt die Rechtsprechung. Diese Punkte sind abschließend. Geführt wird die Liste, wie Sie schon am letzten Punkt auf der Folie davor gesehen haben, gemeinsam vom Geschäftsführer und vom Notar. Verwahrt wird sie vom Registergericht. Das klingt verwirrend und der Grund dafür, dass es so verwirrend ist, ist, es ist keine Eintragung im Handelsregister. Es wird nicht eingetragen. Das Handelsregister ist reine Verwahrstation. Das nimmt keinerlei Prüfung vor. Es nimmt alles so, wie es beim Handelsregister eingeht und macht es öffentlich zugänglich für 1,50 Euro. Die Liste wird gefüllt auf Mitteilung und Nachweis durch den Geschäftsführer. Sie können also zum Geschäftsführer gehen und sagen, ich bin neuer Gesellschafter, bitte trag mich ein. Und dann muss der Geschäftsführer Sie in die Gesellschafterliste eintragen und den Alten rausstreichen. Das war bis 2008 der Normalfall, so lief es eigentlich immer ab. Seit 2008 mit dem MOMIG kam eine Änderung. Heutzutage muss der Notar selbstständig die Änderung eintragen, wenn er an der Übertragung mitgewirkt hat. Jetzt stellst du die Frage, wann wirkt der Notar mit? Zum Beispiel, wenn Sie ein gemeinschaftliches Testament machen wollen, gehen Sie auch zum Notar und lassen das dann notariell beurkunden und hinterlegen. Da hat der Notar beim Testament mitgewirkt. Frage, hat er dann auch beim Erwerb des Erben mitgewirkt? Und das war lange Zeit umstritten. Heutzutage ist man sich fast 100% einig, dass nur die unmittelbare Mitwirkung gemeint ist. Unmittelbar im Sinne von, der Notar beurkundet die Abtretung oder der Notar beurkundet eine Verschmelzung. In diesen Fällen muss der Notar gucken, welche Geschäftsanteile gibt es und die Listen ändern. In den Fällen, wo er nur was im Vorfeld beurkundet, zum Beispiel einen Erbvertrag, muss er da nichts machen. Der Notar reicht die Liste selbstständig ans Registergericht und schickt eine Kopie an die Gesellschaft, das heißt an den Geschäftsführer, damit der weiß, da hat sich was geändert. Denn sonst müsste der Geschäftsführer das im Register nachgucken und das kann man ihm nicht zumuten. Wichtig, die Gesellschafter haben weder eine Pflicht, die Liste zu aktualisieren, noch haben sie ein entsprechendes Recht. Sie können also nicht darauf klagen, dass die Liste geändert wird. Die Gesellschafter sind da erstmal außen vor, dass es im öffentlichen Interesse die Liste geführt wird. Deshalb kann man auch nicht darauf verzichten. Man kann nicht sagen, ich möchte nicht eingetragen werden. Der Geschäftsführer muss aus öffentlich-rechtlicher Pflicht eine aktuelle Liste führen, eben aus diesen Geldwäsche-Gesichtspunkten. Die Vorgänge, die die Liste ändern können, sind hier nicht abschließend aufgeführt. Es betrifft zunächst mal ganz einfach die Gründung oder die Kapitalerhöhung. Gründung, ganz einfach, da tauchen die ersten Gesellschafter auf. Kapitalerhöhung kommen neue Gesellschafter hinzu, wenn sie Anteile übernehmen und bisher nicht beteiligt waren. Dann die Veräußerung, das heißt die Abtretung des Anteils nach 398/413, die Kapitalherabsetzung, wo einer rausfliegt, die Fälle einer Erbschaft, Erbschaft in dem Sinne, dass jemand stirbt und sein Anteil auf die gesetzlichen Erben oder die testamentarisch oder erbvertraglich festgelegten Erben übergeht. Die Einziehung, habe ich Ihnen eben schon gesagt, wenn jemand rausgeworfen wird und der Anteil von der GmbH übernommen wird. Und dann aber auch so dubiose Sachen wie Namensänderungen. Eine Frau oder ein Mann heiratet und nimmt den Namen des oder der, des Ehegatten oder der Ehegattin an. Das hat dann zur Folge, der Name ändert sich, auch dann muss die Liste geändert werden. Umwandlungen, aus einer GmbH wird eine AG, aus einer AG wird eine OHG, all diese Sachen müssen auch bei den Gesellschaften wiedergespiegelt werden, an denen die Gesellschaft beteiligt war. Und natürlich der Wohnortwechsel, Sie ziehen um von Bonn nach Berlin, dann muss auch in allen Gesellschaften, wo Sie beteiligt sind, geändert werden, Bonn nach Berlin. Das sind die Änderungen, die zu machen sind.
Und wenn die Änderung nicht gemacht wird, ist die Liste unrichtig. Damit die Liste immer richtig ist, kann man den Geschäftsführer dazu zwingen. Und das tut man, indem man ein Zwangsgeld gegen ihn feststellt als Registergericht und sagt, die Liste ist falsch, aktualisiere sie bitte. Dann macht er das nicht, dann wird das Zwangsgeld verhängt und dann wird das neue Zwangsgeld festgesetzt. Das können wir immer wieder machen, so lange, bis er irgendwann nachgibt und sagt, okay, ich gebe auf, ich mache das jetzt. Das ist so ein bisschen Daumenschraubenverfahren. Aber so ist das immer bei der Durchsetzung öffentlich-rechtlicher unvertretbarer Handlungen. Die zweite Idee war eine Haftung auf Schadensersatz. Wenn die Liste falsch ist, haftet der Geschäftsführer den Gläubigern der Gesellschaft und den Gesellschaftern gegenüber auf Schadensersatz. Das klingt recht erfolgreich. Das Problem ist nur, den Gläubigern haften die Gesellschafter grundsätzlich nicht. Das heißt, die haben nie einen Schaden dadurch, dass sie nicht wissen, wer Gesellschafter ist. Den Gläubigern haftet nur das Gesellschaftsvermögen, das heißt, wer Gesellschafter ist, kann dem Gläubiger egal sein. Die Gesellschafter haben ein Interesse daran, denn die kriegen keine Dividende. Wenn die Geschäfte aber schlecht laufen, hat der Gesellschafter auch nichts davon, dass er Gesellschafter der GmbH ist. Das heißt, auch dann hat er keinen Schaden. Das heißt, ohne Schaden läuft ein Schadensanspruch leer und die Abschreckungswirkung der Norm geht gegen Null. Schließlich haben die Gesellschafter hypothetisch aufgrund dieses Schadensanspruchs auch ein Recht, das Tun zu erzwingen, Naturalresolution. Aber die Frage ist, haben die immer ein Interesse daran? In unserem Terrorismusfall ziemlich offensichtlich nicht. Wenn dahinter steht, diese GmbH gehört dem IS, dann wird da nicht viel bei rumkommen, weil dann würde die halt aufgelöst. Also haben die Interesse daran, dass nicht der IS dahinter steht, sondern irgendwie ein Strohmann, den man sich hier so rausgesucht hat. Probleme können auftreten in der Gesellschafterliste, wenn mehrere Übertragungen zeitnah nacheinander erfolgen. Im Sinne von, erst überträgt A an B, dann überträgt B an C und dann überträgt C an D. Dann hat der Notar von A und B die alte Liste und aktualisiert die, schreibt also rein, B ist neuer Gesellschafter, schickt die ans Gericht. Der Notar, der die Beurkundung vornimmt für B und C, hat aber nicht die neue Liste, weil die noch nicht veröffentlicht ist, sondern greift auch auf die alte Liste zu. Und dadurch verändert sich sozusagen der Bestand, weil der denkt, das kann ja gar nicht, hier ist ja A als Gesellschafter eingetragen. Und so kann es passieren, dass man mehrere Listen nacheinander einreicht und bestimmte Änderungen einfach fehlen, weil die nie im Registergericht bekannt gemacht werden, weil es einfach zu schnell nacheinander erfolgt. Es ist auch denkbar, dass A an B überträgt und X an Y überträgt. Dann kann es sein, dass die erste Liste, die eingereicht wird, ausweicht B und X, weil die Änderung von Y nicht eingetragen ist. Und der andere Notar die Liste aber nicht hat, und das heißt, seine Liste weist aus A und Y. Dann wird die Änderung A überträgt auf B wieder rückgängig gemacht. Der Grund dafür ist, die Liste wird immer komplett neu eingereicht, mit allen Namen. Es wird nicht nur eine Zeile geändert, sondern es wird eine komplett neue Liste eingereicht. Der Notar ruft also die alte ab, ändert die eine Zeile und reicht die dann komplett neu ein. Dadurch kann es Probleme geben. Zweites Problem, was auftreten kann, ist, der Geschäftsführer darf diese Listen selber einreichen. Und bei diesem selber einreichen findet keine Ausweiskontrolle statt. Sie brauchen keinen Notar. Sie können das per Internet machen. Sie müssen also nur sagen, ich bin Herr Müller und können eine neue Liste einreichen. Das bedeutet aber, Sie können sich einen Scherz machen, melden sich heute Abend an und reichen für alle GmbHs in Deutschland Listen ein, wo Sie als einzige Gesellschafter draufstehen. Das können Sie machen, weil es da halt keine Kontrolle gibt. Und dann haben Sie natürlich hier sich irgendwie strafbar gemacht, alles Mögliche, aber Sie haben erstmal hier die Listen geändert und sind damit nach 16.1 Gesellschafter dieser Gesellschaften. Das kann nicht sein, weil es missbräuchlich ist, aber es ist trotzdem ein Problem. Dann tritt ein weiteres Problem auf. Manche Leute wollen Geld sparen und lassen ihre Anteilsübertragung nicht in Deutschland beurkunden, sondern in der Schweiz. Die Schweizer Notare dürfen aber nicht an die deutschen Register einreichen. Das nehmen die deutschen Register nicht an.
Das heißt, ich kann den Anteil übertragen und der Notar reicht es nicht ein und dadurch kann ich meinen Anteilserwerb geheim halten, die Liste wird wieder falsch. Auch das ist eine Manipulationsmöglichkeit, die recht populär ist. Letzter Punkt, es kann sein, wenn die Gesellschaft noch ganz alt ist, dass es die Liste nicht in digitaler Form gibt. Das heißt, der Notar, der die Liste ändern will, müsste erstmal per Post anfordern, die alte Liste, auf der er es ergänzen will. Und bis die da ist, haben wir einen Schwebezustand, weil der Notar ja gar nicht weiß, was ist. Das heißt, der neue wird nicht eingetragen, weil der Notar noch keine Liste hat, die er aktualisieren könnte. Auch das kann theoretisch passieren. Was passiert, wenn die Liste falsch ist? Nur das erste Problem ist, dann stimmen Leute ab, die gar nicht Gesellschafter sind. Nach 16 Absatz 1 ist es nämlich so, Gesellschafter ist nur, wer in der Liste steht. Wenn jemand abstimmt, der nicht auf der Liste steht, muss er entweder Vertreter sein oder die Stimme ist ungültig. Das heißt, diese fehlerhaften Listen können jede Menge Anfechtungsklagen nach sich ziehen, wenn da die Aktionäre bzw. hier die Gesellschafter sagen, wir halten diesen Beschluss für falsch. Und die Antwort lautet ja, denn es haben nicht Gesellschafter abgestimmt, sondern irgendwelche Nicht-Gesellschafter. Das zweite Problem tritt noch viel eklatanter auf. Die GmbH darf Gewinnanteile ausschütten an die Gesellschafter. Wenn aber sie Gewinne ausschüttet an Nichtgesellschafter, sind wir im Bereicherungsrecht und derjenige, der ihn bekommen hat, muss das Geld zurückzahlen. Dann trägt die Gesellschaft das Insolvenzrisiko. Wenn er nicht zurückzahlen kann, hat die Gesellschaft ein Problem. Sie sehen also, der 16 Absatz 1 ist eine schwierige Norm und die Probleme mit dieser Norm hatten wir eben schon, werden noch verschärft durch 16 Absatz 3 GmbH-Gesetz. 16 Absatz 3, habe ich Ihnen eben schon angedeutet, regelt den gutgläubigen Erwerb. Und die Idee dahinter ist zunächst mal, dass es ein praktisches Bedürfnis nach diesem gutgläubigen Erwerb gibt, weil die Garantien so schwer zu berechnen sind und deshalb man irgendwie eine Möglichkeit haben möchte, dass man Rechtssicherheit hat, wenn man eine GmbH kauft. Die erste Überlegung war, kann man nicht auf 15 HGB zurückgreifen? Sie erinnern sich düster, ist eine Tatsache nicht eingetragen, die eintragungspflichtig war, kann sie einem Dritten nicht entgegengesetzt werden? Ist eine Sache falsch bekannt gemacht, kann der Dritte sich auf die falsche Bekanntmachung berufen? 15 HGB. Aber diese Liste wird nicht eingetragen, das heißt, der Registrierer prüft nicht, die wird einfach nur abgelegt. Das heißt, 15 HGB findet keine Anwendung, weil das hat nicht die staatliche Autorität. Da hat nie jemand drüber geguckt, das ist einfach nur eine Ablage. Da wird eine Liste nach der anderen gesammelt. Deshalb, Frage, was kann man noch machen? Man könnte sagen, allgemeine Rechtsscheinshaftung oder Anscheinsvollmacht oder sowas. Das Problem ist nur, die Liste wird geführt vom Geschäftsführer und der Geschäftsführer kann kein Vertrauen schaffen, weil das ja auch nur ein Mensch ist, der ist genauso korrupt wie alle anderen. Stattdessen hat man eine schwierige Lösung gefunden. Stellen wir uns vor, es gibt unseren B und der B verkauft und tritt ab seinen Geschäftsanteil an den C. Das ist noch einfach. Also B verkauft und tritt ab an C. Der B hatte den Anteil vorher erworben von A. Und dummerweise ist jetzt hier die dingliche Einigung im Verhältnis A-B unerkannt nichtig. Der A war im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses unerkannt geschäftsunfähig. Und es wendet sich nun der A an den C und sagt, hör mal, ich möchte von dir, dass du die Liste berichtigst. Bitte lass dich rausstreichen, ich möchte wieder drinstehen. Und ohne gutgläubigen Erwerb wäre die Sache in der Tat ganz einfach. Ohne gutgläubigen Erwerb hätte er recht, dann hätte C vom Nichtberechtigten erworben, kein gutgläubiger Erwerb, also alles nichtig.
und der C hätte nur einen Schadensanspruch nach 311a Absatz 2, der aber voraussetzt, dass der B wusste, dass der Vertrag nichtig war oder das zumindest hätte wissen müssen. Beides ist hier nicht der Fall, also wäre der C der Dumme. Dieses Ergebnis soll jetzt der 16.3 korrigieren. 16.3 gilt wie alle Gutgläubigen-Erwerbstatbestände nur für einen rechtsgeschäftlichen Erwerb. Es muss also irgendwie eine dingliche Einigung erfolgt sein. Er gilt also insbesondere nicht für den Erwerb kraft Erbfalls und nicht für den Erwerb nach dem Umwandlungsgesetz, sondern nur für die dinglichen Einigungen. Dann haben wir einen objektiven Rechtsscheinstatbestand, der sehr schwach ist, nämlich die Eintragung in die Gesellschafterliste. Wir haben eben gesehen, die können Sie heute Abend selber einreichen, indem Sie sich als Geschäftsführer ausgeben. Das heißt, dieser Rechtsscheinstatbestand ist ein sehr, sehr schwacher. Der ist nicht wie im Grundbuch, wo dann aufwendig geprüft wird, oder im Handelsregister, wo wir A, den Notar haben und B, nochmal den Registerrichter. Hier wird gar nicht geprüft. Es wird einfach nur hinterlegt. In subjektiver Hinsicht wird beim Erwerber gesagt, schadet Kenntnis und grob fahrlässige Unkenntnis. Das entspricht ungefähr 932. Es ist also nicht so leicht wie beim Grundbuch, wo wir ja sagen, da schadet nur Kenntnis. Und letzter Punkt, und das ist der entscheidende, das Ganze muss zurechenbar sein. 16 Absatz 3 muss zurechenbar sein. Und die Zurechenbarkeit wird ausgeschlossen, wenn ein Widerspruch eingetragen ist. Das kennen Sie alle aus dem Grundbuchrecht. Wenn ein Widerspruch eingetragen ist, schließt das den gutgläubigen Erwerb absolut aus. Zweite Variante, es ist immer zurechenbar, wenn kein Widerspruch eingetragen ist, wenn 3 Jahre lang die Liste unverändert fehlerhaft war. Und die dritte Variante, es ist dann zurechenbar, wenn ich beweisen kann, dass es zurechenbar ist als Erwerber. Das heißt, ich muss beweisen, dass hier mehr ist als der schlichte Eintrag. Fangen wir mit der einfachsten Variante an, dem Widerspruch. Der Widerspruch wird der Liste zugeordnet, das heißt, da gibt es dann einen Link, wo dann draufsteht, gegen diese Liste ist widersprochen worden von Herrn sowieso in Bezug auf Anteil sowieso. Mehr steht da nicht. Das ist keine ausführliche Begründung, warum man es für falsch hält, sondern steht einfach nur drin, ich widerspreche. Dieser Widerspruch wird genauso wie im Grundbuch eingetragen, entweder wenn der Eingetragene zustimmt, auf Bewilligung des Eingetragenen, der kann also sagen, ja, ich sehe ein, dass es einen Streit darüber gibt, also tragen wir Widerspruch ein. Die andere Variante ist, mit einer einstweiligen Verfügung das Ganze zu erreichen und das wird der Regelfall sein. Das heißt, ich behaupte, der ist zu Unrecht eingetragen, eigentlich hätte ich eingetragen sein müssen. Bitte tragt hier einen Widerspruch ein. Das setzt voraus, dass ich dem Gericht glaubhaft mache, dass die Eintragung falsch ist. Glaubhaftmachung heißt auch eidesstattliche Versicherung, das heißt, ich sage einfach nur, das stimmt nicht, das versichere ich an Eidesstatt. Dann wird das Ganze berücksichtigt. Das ist der einfache Fall. Sobald ein Widerspruch drinsteht, kann ich nicht mehr gutgläubig erwerben. Das heißt, das zerstört automatisch hier den gutgläubigen Erwerb, genauso wie im Grundbuchrecht. Der schwierigere und damit klausurrelevantere Fall ist die 3-Jahres-Frist. Das müssen Sie sich so vorstellen. Wir haben unseren A und der A ist seit 10 Jahren in der Liste. Danach überträgt er an den B. Nach 398, 413, das heißt, sein Geschäftsanteil geht auf den B über. Die Liste wird aus irgendeinem Grunde nicht geändert. Vielleicht, weil der Notar es verpennt hat, vielleicht, weil das Registergericht nicht zugänglich gemacht hat. Die Liste bleibt mit A. Und zwar für 2 Jahre sogar. 2 Jahre später
tritt nun der A seinen Geschäftsanteil ab an den C. Und jetzt, damit der Fall irgendwie interessant wird, gibt es einen Streit zwischen B und C, wer denn nun der Berechtigte ist. Also wem gehört der Anteil? Gehört er dem B oder gehört er dem C? Wer steht in der Liste? Ja. A steht noch in der Liste. Also das heißt, anhand der Liste können wir nicht entscheiden, wer wirklich Gesellschafter ist. Aber jetzt fragt sich unsere Geschäftsführung natürlich, okay, ich muss die Liste aktualisieren, wen schreibe ich rein? Soll ich jetzt die Liste aktualisieren mit B oder soll ich C eintragen? Was meinen Sie? Wen würden Sie eintragen? Ja, in der Tat, die Liste ist hier nur 2 Jahre unrichtig und deshalb kann der C nicht gutgläubig erwerben. Warum ist das für den C vielleicht ein bisschen verblüffend? Was sieht der C? Wie lange steht denn der A schon in der Liste? Ja, der A steht 10 Jahre plus 2 Jahre sind 12 Jahre in der Liste, ununterbrochen. Also würde sich unser C ja denken, naja, 12 Jahre ist größer als 3 Jahre, da wird wohl schon alles in Ordnung sein. Der C hat keinerlei Möglichkeit zu wissen, dass der B erworben hat, weil der in der Liste nicht drinsteht. Aus Sicht des C ist die Liste seit 12 Jahren unverändert, aber erst seit 2 Jahren fehlerhaft. Dass die Liste fehlerhaft geworden ist aufgrund von Umständen außerhalb der Liste, ist für C aber gar nicht erkennbar. Trotzdem hat der C verloren, das heißt, sein Vertrauen wird nicht geschützt. Stattdessen ist das Vertrauen des B vorrangig darin, dass die Liste vernünftig geführt worden ist und der B ist raus. Gucken wir uns einen zweiten Fall an. Wir haben den A und der A tritt seinen Anteil wirksam ab an B. 2 Jahre später tritt der B ab an C. 2 Jahre später tritt der C ab an D. Und jetzt, insgesamt 4 Jahre später, stellt sich heraus, das erste Geschäft war unwirksam. Welche Auswirkungen hat das? Nun, wenn das erste Geschäft unwirksam ist, dann war auch der B nie berechtigter. Der B konnte nie erwerben, weil der Erwerb ist unwirksam. Also ist auch das zweite Geschäft unwirksam. Und da jetzt das zweite Geschäft unwirksam ist, konnte natürlich auch unser C theoretisch nicht erwerben. Aber jetzt wird es spannend, weil der C seinerseits 2 Jahre eingetragen ist und der B 2 Jahre eingetragen ist, haben wir aufaddiert 4 Jahre. Und 4 Jahre sind mehr als 3 Jahre. Das heißt, in diesem Fall war die Liste mehr als 3 Jahre falsch und damit kann der D hier gutgläubig erwerben.
Aus Sicht des D war dieses Geschäft aber verdammt risikoreich, weil der D konnte nur sehen, dass sein Vorbesitzer nur 2 Jahre besessen hat. Das heißt, für ihn war der objektive Rechtsschein O. Da hat jemand nur 2 Jahre. Dass die Liste 4 Jahre schon falsch ist, konnte er zu dem Zeitpunkt gar nicht wissen. Da sozusagen schon der Vorerwerb das Problem war. Das heißt, dieser ganze 16 Absatz 3 stellt auf einen recht verwirrenden Tatbestand ab. Er stellt nämlich darauf ab, wie lange die Liste unrichtig ist. Ob die Liste unrichtig ist, hat nichts damit zu tun, dass die Liste geändert worden ist. Die Liste kann unrichtig sein und unrichtig bleiben, ohne dass auch nur ein Wort geändert wird. Ja? Das führt uns zu der spannenden Testfrage. Erfüllt die Norm ihren Zweck, dass der Erwerber hierdurch mehr Rechtssicherheit erlangt? Dass der Erwerber weiß, okay, ich werde auf jeden Fall Inhaber des Anteils. Welche Möglichkeiten hat der Erwerber, um das sicherzustellen? Ja. Man müsste ja sicherstellen, dass die Gesellschaftsliste dann 3 Jahre unverändert geblieben ist und auch noch unrichtig war. Also ja. Wenn er weiß, dass sie unrichtig ist, kann er dann gutgläubig erwerben? Nein. Nee, dann ist er bösgläubig. In dem Moment, wo er weiß, dass sie unrichtig ist, kann er nicht gutgläubig erwerben. Das heißt, die Kenntnis der, Kenntnis der Unrichtigkeit wäre ziemlich schlecht, wenn er die hätte. Das heißt, praktisch bietet diese Norm überhaupt keine Sicherheit, weil ob sie unrichtig ist oder nicht, kann man nicht erkennen. Also, wir haben jetzt 2 der 3 Aspekte rausgenommen. Der Gesetzgeber hat das Problem, was ich Ihnen gerade geschildert habe, gesehen. Und er hat deshalb einen 3. Tatbestand reingemacht. Und der 3. Tatbestand ist, es kann auch im Übrigen zurechenbar sein. Was kann diese Zurechnung im Übrigen sein? Die Gesetzesbegründung damals sagte, naja, wenn ich weiß, dass eine Übertragung nichtig ist, muss ich die schnellstmöglich berichtigen. Wenn ich das nicht tue, ist mir die Unrichtigkeit der Liste zurechenbar, auch wenn das nicht 3 Jahre gedauert hat. Das heißt, die Zurechenbarkeit liegt auch dann vor, wenn ich eine Obliegenheit zur Korrektur nicht erfülle, weil dann bin ich selber schuld. 2. Fallgruppe, wenn ich genau weiß, ich habe einen total dubiosen Geschäftsführer, der ab und zu mal Listen austauscht und Sachen ändert, dann muss ich regelmäßig gucken, ob eine neue Liste vorliegt. Wenn ich das nicht tue, wird mir auch wieder vorgeworfen, oh, du hättest ja mal gucken können, der hasste dich doch und der war eh schon vorbestraft und ein ganz schwieriger Geselle. Da muss man vorsichtig sein. Frage, habe ich in der Normalsituation auch eine Überwachungspflicht? Und da sagt das Gesetz klipp und klar, nein, ich muss nicht einmal im Jahr nachgucken, ob die Liste aktuell und richtig ist. Ich kann davon ausgehen, dass die Liste unverändert bleibt, solange ich nicht irgendwas getan habe, was eine Änderung voraussetzt oder eine von vornherein gefährliche Situation besteht. Um Ihnen das zu illustrieren, haben wir einen tollen Fall hier vorbereitet. Der A stirbt und das Erbe geht über auf seinen gesetzlichen Erben B. Nun stellt sich aber heraus, es gab doch ein Testament des A und im Testament wurde der D als Erbe eingesetzt. Der B hat allerdings schon den Geschäftsführer veranlasst gehabt, die Liste zu berichtigen. Das heißt, die Gesellschaftsliste weist nicht mehr A aus, sondern die weist B aus. Der D wiederum lässt das alles mal ganz locker angehen und wartet 2 Monate. Jetzt in dieser Zeit geht unser fieser B, bösgläubig wie er ist, hin und verkauft schnell den Anteil an C, dem er ihn auch abtritt. Frage, konnte C hier gutgläubig erwerben? Nach 16 Absatz 3.
Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange so eine Korrektur dauert, aber die hätte zumindest irgendwie Widerspruch eintragen müssen mit einer einzelnen Verfügung. Daher ist das zu retten. Ja, in der Tat, man sagt, die Korrektur kriege ich hin innerhalb von wenigen Tagen. Ich kann den Geschäftsführer anweisen und sagen, mach eine neue Liste, das ist dann morgen da und übermorgen online. Hier hätte er, wenn der Geschäftsführer gesagt hat, ist mir alles zu unsicher, Testament prüfe ich nicht, besorgt erstmal einen Erbschein oder sowas, hätte er zumindest eine einstweilige Verfügung eintragen lassen können, einen Widerspruch eintragen lassen können durch einstweilige Verfügung und dadurch den gutgläubigen Erwerb verhindern. Er hat aber nichts getan und damit ist er hier dran und verliert seinen Anteil, weil er hat einfach die Situation so belassen, wie sie ist. Der Unterschied zu dem Fall, den wir zwei Folien vorher hatten, der es nicht mehr geht, den wir zwei Folien vorher hatten, diesem hier, ist, dass der B grundsätzlich davon ausgehen kann, dass die Liste aktualisiert wird. Der muss also nicht gucken, ob die Aktualisierung auch erfolgt ist. Während hier in dem Fall, dass es einen Streit gibt zwischen dem gesetzlichen Erben und einem Testamenterben, da muss ich immer gucken, ob sich der Scheinerbe schon Sachen unter den Nagel gerissen hat. Das heißt, da habe ich eine Prüfungspflicht. Hier, beim normalen Erwerb, kann ich davon ausgehen, das wird schon jemand für mich gemacht haben. Deshalb werden die beiden Fälle unterschiedlich behandelt. Ja, das bringt uns dann zu der Frage, habe ich immer Zurechenbarkeit bei rechtsgeschäftlichem Erwerb? Und die Antwort lautet nein. Zweite Frage, gibt es einen gutgläubigen lastenfreien Erwerb? Sie erinnern sich, den haben wir im Sachenrecht bei 936 oder bei 892. Frage, gibt es auch bei 16 einen gutgläubigen lastenfreien Erwerb? Man kann auch Geschäftsanteile verpfänden, einen Nießbrauch dran bestellen. Frage, kann ich sagen, davon stand nichts in der Liste, deshalb wird der Nießbrauch wegerworben? Also, soweit ich weiß, wird sowas ja nicht in die Gewerkschaftsliste eingetragen, auch in die Geschäftsanteile, die verpfändet ist oder so. Also, das sind ja externe Verträge, die irgendwo stehen. Und deshalb würde ich sagen, kein Nutzen. Ja. In der Tat, nach dem, was ich eben auf der Folie draufstehen hatte, das ist kein Umstand, der eingetragen wird. Das heißt, allein aus dem Fehlen des Umstandes kann ich keinen Rechtsschein herleiten. Dasselbe gilt auch für Verfügungsbeschränkungen, sowas wie Testamentsvollstreckung oder Insolvenz. Auch die werden in die Liste nicht eingetragen. Das heißt, ich habe keinen gutgläubigen Erwerb im Hinblick auf das Fehlen einer Testamentsvollstreckung, weil das alles Umstände sind, die in der Liste nicht auftauchen. Das heißt, ich habe keinen Rechtsscheinstatbestand und die Norm findet keine Anwendung. Und das bringt uns zur letzten Frage. Kann ich meinen Erwerbsanspruch durch Eintragen in die Liste wie bei einer Vormerkung sichern? Die Parallele zum Widerspruch im Immobiliarsachenrecht wäre ja die Vormerkung, weil ich sage, selbst wenn das hinterher geändert wird, habe ich immer noch die Möglichkeit einzuspringen und zu sagen, spätere Erwerber werden ausgeschlossen. Geht das auch bei der Gesellschafterliste? Kann ich eine Vormerkung machen? Analog zum Widerspruch. Ja? Also ich würde mal sagen, nein, also die Gesellschaftsliste ist ja nicht, erfüllt ja nicht so eine Funktion, wie es das Grundgut tut, sondern es ist ja mehr dafür da, dass man weiß, wie der Stand der Dinge ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und es geht nicht darum, dass irgendwie zukünftig ja, in der Tat, auch da spricht wieder gegen, dass die Liste einen festen Inhalt hat. Freiwillige Eintragungen wie Vormerkungen sind nicht zulässig. Das heißt auch hier wieder keine Sicherheitsmöglichkeit durch Listeneintragung. Das heißt, auch hier haben Sie allgemein die Liste als Anknüpfungspunkt und die hat die Information nicht, also nicht möglich. Damit kommen wir zum zweiten Teil, nämlich zu den Rechten und Pflichten der Gesellschafter.
Die Gesellschafter dürfen mitentscheiden durch Ausübung ihres Stimmrechts, sie dürfen also abstimmen und sie haben ein Informationsrecht. Wir haben schon am Anfang gesehen, das ist nicht zwingend identisch. Sie können einem Gesellschafter mehrere Stimmen geben, können sagen, du hast 80% der Stimmen, obwohl du 10% der Anteile hast. Und sie können die Informationsrechte ausbauen. Sie dürfen nicht, das steht in 51 ausdrücklich drin, die Informationsrechte beschränken. Das heißt, es ist ein gesetzliches Mindestniveau, dass Auskünfte erteilt werden und Einsicht gewährt werden muss. Die Gesellschafter dürfen aber nicht nur sich informieren und entscheiden, sondern sie können auch Geld machen. Und Geld machen können sie, indem sie sich Gewinne auszahlen lassen. Das ist der typische Dividendenanspruch. Anders als in der AG ist der nicht so streng formalisiert. Sie können zum Beispiel auch relativ unproblematisch sagen, es wird die Dividende in Naturalien gezahlt. Zum Beispiel im Essen auf der Gesellschafterversammlung. Wir gehen einmal im Jahr groß essen und schon das Gewinn verfressen. Das können Sie machen. Sie können auch beim Gewinnrecht völlig asymmetrische Anteile machen. Sie können sagen, Gesellschafter A lässt seinen Gewinn stehen, Gesellschafter B nimmt ihn raus. Auch das ist gesetzlich zulässig. Schließlich können die Gesellschafter am Vermögen der GmbH partizipieren. Wenn die GmbH aufgelöst wird, dann kriegen sie einen Anteil am Liquidationserlös und auch der kann in der Satzung fixiert werden. Sie können also sagen, Sie kriegen am Ende mehr raus, als Sie reingetan haben, weil Sie besonders viel Arbeit investiert haben. Arbeit ist keine Einlage, aber Sie können damit Ihren Liquidationsanteil erhöhen. Das kann man in der Satzung regeln. Pflichten der Gesellschafter haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Gesellschafter müssen ihre Einlage erbringen, das heißt, sie müssen ihren Geschäftsanteil bezahlen. Eine Nachschusspflicht gibt es so gut wie nie, haben wir auch schon darüber gesprochen. Sie können eine beschränkte oder unbeschränkte Nachschusspflicht vereinbaren. In der Praxis kommt das nicht vor. Möglich sind auch Nebenleistungspflichten. Ich habe Ihnen gesagt, häufiges Beispiel, die Pflicht, die Geschäfte zu führen. Sie können sagen, der Gesellschafter A muss Geschäftsführer sein. Das ist eine Nebenleistungspflicht. Also Sie können auch vereinbaren, dass er sein Auto zur Verfügung stellen muss oder sein Patent. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es im GmbH-Recht eine Ausfallhaftung gibt. Wenn einer Ihrer Mitgesellschafter seine Pflicht nicht erfüllt, haften Sie anteilig für dessen Schulden mit. Das heißt, wenn Sie mit einem Freund eine GmbH gründen, jeder übernimmt einen Geschäftsanteil von 50.000 und Ihr Freund zahlt nicht, dann müssen Sie 100.000 zahlen. Wenn Sie zu dritt sind, reduziert sich der Anteil, dann müssen Sie nur 75.000 zahlen und der zweite zahlt dann halt auch nochmal 75.000. Das heißt, der nicht einzubringende Betrag verteilt sich auf die Übriggebliebenen. Das ist in der AG nicht so. Zweiter Unterschied, wenn Sie Geld auszahlen an einen Gesellschafter und der verschwindet mit dem Geld und investiert alles im Casino und verliert, dann haften auch wieder die Mitgesellschafter dafür, die ausgezahlten Beträge wieder einzuzahlen. Das heißt, der setzt sich mit dem Geld ab und Sie gleichen die Verluste aus. Das steht in 31 Absatz 3. Sie können sich das Geld dann beim Geschäftsführer wiederholen, wenn der noch Geld hat. Letzter Punkt, das ist der wichtigste, mit dem wir uns nächste Woche näher beschäftigen werden. Die Gesellschafter haben eine Treuepflicht. Treuepflicht heißt, sie müssen alles tun, um den Gesellschaftszweck zu fördern und alles unterlassen, was den Gesellschaftszweck gefährdet. Die Treuepflicht gegenüber der Gesellschaft heißt also, tut alles, damit die GmbH ihr Ziel erreichen kann. Wir haben darüber hinaus aber auch eine horizontale Treuepflicht. Das heißt, die Gesellschafter müssen alles tun, um ihre Mitgesellschafter nicht zu benachteiligen. Das heißt, auch zu denen müssen die nett sein. Das gucken wir uns nächste Woche noch näher an, denn nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Haftung der Gesellschafter. Und da geht es genau darum, dass wir uns fragen, wann haften die Gesellschafter gegenüber der GmbH und wann haften die möglicherweise gegenüber den Gläubigern. Das aber nächste Woche hier in diesem Hörsaal. Vielen Dank.